Niki, wie würdest du denn deine Dienstleistung beschreiben, die du anbietest? Hochspezialisiert. Also speziell im medizinischen Bereich blicke ich mit meinem Unternehmen auf mittlerweile 14 Jahre Erfahrung zurück, was ein sehr spezieller Bereich in der Personalvermittlung und Beratung ist, wie ich aus eigener Erfahrung, langjähriger Erfahrung sammeln konnte. So ist es unter anderem geglückt, beispielsweise für ein Spital über 20 Stellen über einen Zeitraum von 10 Jahren zu besetzen, in unterschiedlichsten Fachrichtungen und Gruppen. Oder aufgrund dieser Spezialisierung ein lieber Kunde, wo ich bereits mehrere Positionen besetzen durfte, im privaten Bereich, in unterschiedlichen Standorten, jetzt eine Leitungsposition zu besetzen, wo nach mittlerweile einem halben Monat, Jahr von selbst versuchter Akquisition eines Kandidaten mein Unternehmen herangezogen wurde, und wir sind jetzt noch 2 Monate in finalen Vertragsverhandlungen und blicken auf eine Liste von guten potenziellen Kandidaten zurück. Jetzt kenne ich dich als Personalberater seit langer Zeit. Ich kenne nicht viele, ich kenne genau keine anderen. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet denn dich oder deine Firma von anderen Personalberatern? Also zum einen wirklich diese Spezialisierung, die ist, glaube ich, innerhalb von Österreich ganz, ganz selten in dieser Form. Ich kenne Branchenkollegen, die in anderen Bereichen spezialisiert sind, die mal versucht haben, in diesen Bereich einzutreten und auch wieder herausgegangen sind, weil es doch eine eigene Gesetzmäßigkeit ist, wie man Kandidaten anspricht, abholt. Kandidatenansprache ist entsprechend im europäischen Kontext zu sehen. Viele Kandidaten aus unterschiedlichen Fachrichtungen kommen aus unterschiedlichsten Ländern. Die gilt es abzuholen, zu begleiten. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Dieses Motivieren in der Ansprache. Ich habe beispielsweise vor kurzem letztes Jahr ein Primariat besetzt, wo diese Besetzung jetzt final mit einem Kandidaten durchgeführt wurde, der ausgezeichnet performt. Wunderbar ankommt beim Team, wunderbar ankommt im Haus bei der KOFÜ, gut verankert ist nach den ersten Monaten bereits und selber auch vor allem sehr zufrieden ist, der sich niemals auf ein Inserat beworben hätte. Ja, also die direkte Ansprache, Kandidaten abzuholen, den Prozess auch entsprechend zu begleiten, Single Point of Contact, entsprechende Seniorität in diesem Bereich. Das sind die entscheidenden Erfolgskriterien, unabhängig, ob es jetzt um eine Fachposition geht oder eine Führungsposition. Ja, und da blicke ich doch über viele Jahre Erfahrung, auch mit meinem Team zurück, die auch langjährig erfahren sind und in diesem Umfeld entsprechend ihre Erfahrungen sammeln konnten und entsprechend gewinnbringend mit mir gemeinsam Kandidaten adressieren. Macht eine ganze Menge Sinn. Was würdest du denn einem Kunden raten, der zum allerersten Mal mit einer Personalberatung zu tun hat? Auf was sollte der denn achten? Die Spezialisierung. Ja. Also würde man jetzt an mich herantreten und beispielsweise sagen, ich soll eine Position im Baugewerbe besetzen, bin ich definitiv der Falsche. Ja. So schön kann die Position gar nicht sein. Ich habe nicht den Erfahrungshintergrund, nicht das Netzwerk. Ja. Bin auch mit nicht 2 rechten Händen gesegnet im Baubereich. Sprich, da würde ich wirklich diesen Kunden auch von meiner Seite, wenn er mich anfragt, verweisen auf einen Spezialisten in diesem Bereich. Eine sehr ehrliche Aussage. Vielen Dank, Niki, für das Interview. Sehr gerne, vielen Dank.